Das kleine und faszinierende Krypta der ursprünglich aus Griechenland stammenden Basiliusmönche liegt nur etwa 50 Meter von der Magdalenenkirche entfernt. Sie wurde in Kalkgranitfelsen gegraben. Am Eingang gab es eine Steinschwelle, auf welche die Pilger auf keinen Fall treten durften. Die Grotte ist ein viereckiger Raum mit einem zentralen Pilaster, der die Struktur stützt. Rechts vom Eingang steht ein Steinaltar, an der Wand die Reste eines Freskos, das wahrscheinlich das Mysterium der Dreifaltigkeit darstellte. Gottvater mit einem Dreieck auf dem Kopf, der Sohn sitzend mit Kruzifix und der Heilige Geist in Form einer Taube dargestellt. Laut aktuellen Untersuchungen nimmt man an, dass die Krypta anfangs gar keine italienische-griechische Betstätte sein sollte, sondern eine Ölmühle, die erst später ein Gotteshaus wurde.